Grüß Gott aus Brent Village, der Stadt der Marken. Der Markenrechte und der Domains heute zum Sonntag wieder mit einer Marke vom Markenfriedhof. Und oft habe ich ja Marken, die 50 oder 100 Jahre alt sind, die eine geile, lange Historie haben, die Kriege überstanden haben. Heute haben wir mal eine sehr neue Marke, die aber auch nur sehr kurz im Markt war. Und zwar aus dem Bereich der Getränke. Vielleicht kennt ihr die noch. Vielleicht kennt ihr sie auch nicht. Und zwar ist das die Marke Heldenpause. Heldenpause war eine Getränkemarke. Und zwar, ihr kennt ja alle die klassischen Energy Drinks, Red Bull, Monster, wie sie alle heißen, kennt ihr besser als ich. Die pushen ja in der Regel auf und beinhalten eben Koffein, Taurin und alle möglichen Inhaltsstoffe, um den Körper zu pushen. Und in einer Zeit, in der viele Menschen unter Burnout leiden oder eigentlich auch mal und auch gestresst sind natürlich und aber ein bisschen runterkommen wollten, haben sich drei Menschen überlegt, wir könnten doch eigentlich auch mal ein Anti-Energy-Drink machen, wenn ich ihn mal so nennen soll. Und zwar der eben beruhigt, den man nach Feierabend in aller Ruhe genießen kann. Viele genießen ja Feierabendbier, das ist gut so. Aber der eine oder andere sagt, es soll halt kein Alkohol sein. Und es soll auch nicht unbedingt ein Tee sein, weil wir kennen ja aus dem Bereich der Tees Beruhigungstees mit Melisse, Baldrian, wie auch immer. Wir kennen aber auch die Entspannungstees. Es gibt sogar Schlaftees. Also im Bereich Tees gibt es eine Menge, was beruhigt, entschleunigt und entspannt. Im Bereich der Getränke, sind wir mal ehrlich, gibt es sowas eher weniger und gab es sowas eher weniger. Und da gab es eben ab 2014 das Getränk Heldenpause. Ich verlinke euch mal das hier unten drunter und schicke euch mal ein Bild rein. Vielleicht erinnert ihr euch vielleicht noch an die Flaschen. Auf alle Fälle war das eine tolle Idee. Die kam auch relativ gut an im Markt. Wie gesagt, 2014 gegründet und online gegangen, produziert mit dann auch einer Facebook-Seite, mit einer Instagram-Seite und ging anfangs gut durch die Decke. Und dann, drei Jahre später schon, 2017, wurde die Sorte Orange Fenchel eingestellt und die Limonade, es war in Limonadenform, wobei Limonade trifft es nicht, also es ist schon ein Erfrischungsgetränk gewesen, Birne, Traube fand ich sehr lecker, wurde 2018 eingestellt. Alle die Getränke hatten auch Melisse, Passionsblume und Hopfen drin, also durchaus geeignet, um zu entspannen. Und plötzlich, still und leise, war das Produkt wieder verschwunden. Und auch die GbR wurde aufgelöst, die extra gegründet wurde. Und ich habe hier auf Facebook einen Eintrag gefunden auf 2018. Ich habe mir nämlich Gedanken gemacht, hä, wo ist denn das hin? Ja, stimmt, da gab es doch mal was. Und ja, 2018 hat mal jemand nachgefragt, gibt es euch noch? Kommt ihr wieder? Was ist denn mit euch? Hallo? Meldet euch mal. Und dann wurde einfach gesagt, nein, es gibt Unternehmen und das Produkt, die Marke, es gibt alles nicht mehr, klammheimlich verschwunden. Und auch alle weiteren Recherchen haben eben ergeben, dass die Heldenpause.com, die Heldenpause.de, es gibt keine Webseite mehr, der Facebook-Account, wie gesagt, seit 2018 verwaist, Instagram-Account gelöscht. Damit kommen wir schon zum Fazit an dieser Stelle, das da lauten muss, also die Marke Heldenpause liegt tatsächlich auf dem Markenfriedhof. Ich habe auch beim Deutschen Patent- und Markenamt keine aktive Marke Heldenpause für Getränke mehr gesehen. Also Marke gelöscht, GbR gelöscht, Facebook gelöscht, Facebook noch da, aber nicht bedient, Instagram gelöscht, also scheint auch alles verschwunden zu sein. Markenfriedhof lässt grüßen. Schade eigentlich, aus meiner Sicht, denn so ein entschleunigendes Getränk als Gegenspieler zu den ganzen Energy Drinks, den finde ich wirklich cool. Und ja, vielleicht ist das Inspiration für jemanden anderes, das deutlich besser zu machen. Und vielleicht, wir wissen es nicht, kommt ein anderes Produkt zurück. Heldenpause an sich jedenfalls. Die Heldenpause ist tot.
Das war's für uns mit der, für mich für heute mit der Marke vom Markenfriedhof. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Ihr lasst mir schnell einen Daumen hoch da, abonniert meinen Kanal. Und dann freue ich mich, wenn ihr auch bei meinen weiteren anderen Videos wieder mit dabei seid. Ihr wisst, die gibt's regelmäßig, die gibt's täglich, natürlich dann wieder auch morgen. Und dann sehen wir uns einfach morgen wieder, ja? Also, Servus und bis dann. Ciao, ciao.